Hallo. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Gut, und du, Charlene Connor? Sehr gut. Gut, danke. Ich habe Hunger. Ich auch habe Hunger. Lass uns abends essen. Ja, ich möchte Italienisch. Ich möchte Mexikanisch. Ich auch möchte Mexikanisch. Okay, lass uns gehen Mexikanisch essen. Der Service hier ist großartig. Ja, die Arbeiter sind sehr freundlich. Und sie arbeiten sehr schnell. Die Arbeiter hier ist sehr freundlicher als die deutschen Arbeiter. Ja, also wie findest du Amerika? Das Wetter ist gut und die Ansichten ist schön. Ja, das Wetter ist super und es gibt so viel zu sehen. Was habt ihr gemacht? Ich bin in einen Vergnügungspark gegangen und es war sehr toll. Ich bin Surf gegangen, es war sehr Spaß. Und du? Ich bin Skaten am Strand gegangen. Die Fahrer sind nicht so gut, aber es hat Spaß gemacht. Das Fahrer hier war schlecht. Ich bin nicht an der Wecke gewohnt. Gut, dass das Hotel nicht weit ist. Wir sollen morgen am Strand gehen. Ja, wir können surfen gehen. Das Essen sieht sehr gut aus. Ja, es schmeckt mir gut. Es schmeckt sehr gut. Mein Quesadilla ist perfekt. Es gibt nicht viel zu Bohnen und Reis zu sagen, aber sie haben es nicht vermasselt. Das ist gut. Diesen ist am besten Burrito, das ich hatte. Wir hatten einen Salat. Es war gesund. Mein Essen ist gesund und vegan. Es ist nicht fettig. Mein Essen hat viele Kalorien. Apropos Kalorien, was macht ihr für deine Gesundheit? Ich esse viele Gemüse und Obst und ich gehe wandern. Ich Skateboard fahren und gehe zum Fitnesscenter jeden Tag. Und du, Philipp? Ich spiele Wasserpolo und mache meine Hausaufgaben. Was vermeidest du, das ist ungesund? Ich vermeide Fettig essen und esse viel Eiweiß. Ich rauche nie und mache keine Drogen. Und du, Shelly? Ich esse nicht fettige Essen auch, aber ich vermeide Fleisch. Wir sollen ins Hotel gehen. Ja, ich bin müde. Du sollst ausruhen dich. Ich bin müde auch, denn gestern ich hatte zwei Studentenschlafen. Ich fühle mich krank. Ich denke, dass wir haben zu viel gegessen. Ich muss ein Taxi bekommen. Toll, auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann.